Hallo, ich bin's wieder, Martina von Martina Wasserbau Immobilien. Heute stehe ich da mit Marc Seibert. Hallo. Das ist mir eine große Ehre, ein Vergnügen. Danke, freut mich auch sehr. Ich darf dich fragen, wie hast du deine Wohnung gefunden in Wien? Ganz normal, wie das, glaube ich, die meisten Leute auch machen heutzutage. Online habe ich geschaut und habe es dann tatsächlich gefunden und dann ging das über einen Makler und so habe ich dann die Besichtigungstermine, es waren natürlich mehrere Termine, mit einem Termin war es dann nicht getan. Genau, so bin ich auf die Wohnung gestoßen. Was waren für dich die wichtigen Kriterien bei der Wohnungssuche? In Wien, finde ich, ist es immer, war es mir immer sehr wichtig, dass man irgendwie Licht hat, weil manchmal sind die Gassen sehr schmal gebaut und deswegen wollte ich immer nach oben irgendwo und ich habe tatsächlich jetzt auch wieder eine Penthouse-Wohnung. Ich habe viel Sonne, ich habe eine Terrasse und das finde ich gerade in Wien immer sehr, sehr schön, wenn man irgendwie Luft nach oben hat und das Gefühl hat, man ist gar nicht in der Großstadt. Und Bezirke, hast du dir vorher angesehen oder hast du sofort gewusst, da möchte ich gerne hin? Ich habe schon eine Mietwohnung gehabt hier im 5. Bezirk und da wollte ich auch nicht weg. Okay, also im 5. Genau. 5. ist dein Grenzen sozusagen. Genau. Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wahrscheinlich im 5. Sehr gerne. Liebe Grüße.